Ich beschäftige mich ja schon seit 12 Jahren mit dem Thema Ernährung und habe echt super viel getestet in der Zeit. Und ich sage dir jetzt mal meine größten Learnings. Und es hat wirklich Jahre gedauert, bis ich das nicht nur verstanden habe, sondern auch verinnerlicht habe und anwenden kann. Erstens, esse wirklich so wasserhaltig wie möglich. Also sprich Gemüse, Gurken. Denk an die Wassermelone, wie viel Wasser da drin ist. Im Vergleich dazu Trockennahrung, irgendwie Brot und solche Sachen, ist nicht wasserhaltig. Wir wissen, Wasser ist Leben, Wasser ist gesund. Und wenn wir Wasser essen, dann bist du ja gesundheitlich auf einem ganz anderen Level. Zweiter Punkt, der Darm. 80% unseres Immunsystems sitzen im Darm. Das heißt, es ist total wichtig, was da vor sich geht, welche Darmbakterien du hast. Hast du mehr gute, hast du mehr schlechte? Weil davon ist ja abhängig, wie gesund du bist, wie häufig du krank wirst und ob du Allergien hast und all das. Und das dritte Learning, das ist wirklich super spannend. Folge keinem Guru und glaube nicht daran, dass es die eine richtige Ernährungsform gibt. Die eine, die für alle Menschen passt. Nee, du musst auf dich individuell gucken. Ich weiß, es ist schwer und man will so diese Wunderpille haben, die für jeden funktioniert. Aber das wird dich halt langfristig immer wieder in den Jojo-Effekt bringen. Sprich, du versuchst dann die nächste Ernährungsform, weil die hat ja nicht funktioniert. Und die nächste, bis du irgendwann verstehst, du bist ein Individuum und du brauchst eine individuelle Ernährung.